So, wir aktivieren noch das Mikrofon. Tut mir leid für die vielen Unterbrechungen heute. Bisschen viel Trubel heute. Ja, wir waren beim Handeln. Ich habe herausgefunden, wenn man auf Escape drückt, dann ist beendet im Prinzip. Essen will ich hierfür und hier so an Dingen. Du kriegst von mir das hier. Okay. Haben wir noch was? Ich glaube nicht. Holz haben wir ja. Gut. Handeln. Dude, kannst du das hier ausbauen? Jetzt schon? Jahaha! Herstellen! Schade, dass du nicht noch mehr Baumaterialien hast, Mann. Zu schade. Aber du darfst wieder gehen. Gut, jetzt müssen wir uns merken. Um 10 Uhr circa kommen die Leute hierher. Wir brauchen Wasser. Stelle ich gerade fest. Drei Schwämme haben wir ihm abgekauft, schon mal gut. Bau weiter, Mann. Trübsalblasen bringt dir jetzt nichts. Wir können Alkohol herstellen. Dafür wird das Wasser also benötigt. Alles klar. Wir stellen trotzdem mal her. Kannst du jetzt so ein komisches Ding bauen? Ja, du kannst jetzt so ein Ding bauen. Thermoregulator. Und so ein Ding kannst du bauen. Das ist schon mal super. Dann bau mal das Ding. Dann gucken wir, dass die Katja, ich weiß nicht, wieso ich sie immer Tanja nennen will, die Katja schläft diese Nacht hoffentlich ein bisschen besser. Jetzt haben wir so wenig Baumaterial. Okay. Wir werden das Heizgerät verstärken können. Können wir noch... Ja, wir können noch Löcher stopfen. Weil dann können wir irgendwann noch eine verstärkte Türe reinpflastern. Ist das hier? Brennblase für Schnaps. Das gilt als noch besseres Tauschgegenstand, okay. Ja, eigentlich das hier können wir bauen. Wir werden jetzt erstmal noch die Löcher stopfen. Pavla, wenn du schon wach bist, selber schuld. Auch noch. Irgendwo was stopfen gehen. Wo geht er hin? Hier. Und du... Da. Ja, Essen haben wir jetzt erstmal. Wir werden diesen Tag auch noch machen. Und dann die Nacht noch. Wir werden hier noch Wasser herstellen. Damit uns das Wasser nicht ausgeht. Wieso hat sie... Haben wir sie auf dem Boden schlafen lassen? Ist mir das nicht aufgefallen? Könnte sein, ne? Scheiße. Ja, aber wenn die Leute auf dem Boden schlafen, dann kann es sein, im schlimmsten Fall, dass die erkranken. Und das ist natürlich nicht so dufte. Also elektronische Bauteile. Die haben wir jetzt immer gebraucht zum Handeln. Ich hoffe, das wird uns nicht zum Verhängnis. Wie viel brauchen wir, um den hier auszubauen? Ich will nämlich gerne das Zeug hier alles mal ausbauen. Verdammt. Ja. Warte, Pavle. Stopp. Stopp, habe ich gesagt. Auch so ein Mixer.
Gut, das brauchen wir nicht unbedingt. Das da oben ausbauen. Zucker. Jetzt gucken wir mal, wo wir diese Nacht hin können, ohne dass wir auf Fresse kriegen. Krankenhaus müssen wir nicht mehr, da waren wir jetzt. Gut, wir haben alle Löcher gestopft, das heißt, wir können die verstärkten Türen bauen. Könnten. Brauchen so kleine elektronische Teilchen. Wir gehen mal plündern. Tag beenden. Plündern. Sie schläft jetzt im Bett. Er steht Wache. Wir werden es versuchen. Und das hier alles mal mit. Und gehen plündern. Oh. Verdammte Axt. Bin ein bisschen beschwipst. Ja, du brauchst Schlaf. Dann geh. Ich hoffe, das ist eine Ratte. Nein, ist es nicht. Verdammt. Super. Kannst du dich bitte verziehen? Er hat ein Messer. Ich glaube, ein Messer gesehen zu haben. Ich warte wegen dem hier. Er hat sogar eine Pistole. Du Affe! Nein, nein! Rechts durch, rechts! Nicht hier lang. Verdammt! Ja, wir haben jetzt sicherheitshalber das Weite gesucht. Ich dachte, der geht rechts lang. Tat aber nicht. Ja, Glücksnacht nicht wirklich. Ja, es geht. Roman war wütend. Wieso ist Roman wütend? Der ist traurig. Oh, super. Hier gibt es Essen.
Eigentlich wollten wir jetzt die Aufnahme schon beenden, ne? Egal, machen wir noch einen Tag. Düngemittel. So, jetzt gucken wir mal. Geht es ihm vielleicht besser, wenn er essen kann? Ich weiß, sie sind nur hungrig. Aber vielleicht geht es ihm nachher trotzdem besser. Wir lassen jetzt erstmal alle essen. Och nee. Ich habe ihnen etwas mitgebracht. Dein Ernst? Ah, ich möchte Ihnen danken. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich fühle mich besser, bereits viel besser. Ich will gar nicht wissen, was es meinen Kindern geworden wäre, wenn sie mir nicht geholfen hätten. Wir haben nicht viel, aber ich habe etwas Kaffee für meinen Mann aufbewahrt. Er liebt Kaffee, aber ist schon lange nicht mehr zu Hause gewesen. Er ist irgendwo draußen und kämpft. Wer weiß, wann er zurückkommt. Warum nehmen Sie den Kaffee nicht stattdessen? Danke. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Danke für die Hilfe. Super. Da hat sich die Hilfe gelohnt. Keine Karotten, okay. Wir haben zu wenig Wasser. Also, dass wir genügend Mahlzeiten herstellen können. Geht es ihm jetzt besser? Wir haben ja jetzt Kaffee bekommen. Ach nee, sie ist ja die Kaffeetrinkerin. Oder? Ja. Kaffeebohnen. Wir werden das Wasser jetzt nicht gerade in Alkohol stecken. Geh du mal da deine Tabakpflanze-Dingens in Zigarette machen. Hä? Ach so. Ja, dann mach mal. Könnt mir neben den Projektvorschlägen auch noch in die Kommentare schreiben, über was ich so quatschen soll. Wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt oder so, worüber ich mal quatschen soll, wo ihr meine Meinung hören wollt oder so, schreibt mir das mal in die Kommentare. Dann quatschen wir eine Runde darüber. So, wir werden jetzt noch, ich warte darauf, bis das Wasser fertig ist. Danach werden wir noch die Nacht durchmachen, weil die halt immer am Tag, am Morgen früh gespeichert wird. Verdammt. Und danach werden wir, wenn ich es nicht wieder vergesse, erstmal fertig machen. Für heute. Uns geht es eigentlich nicht allzu dreckig. Es könnte schlimmer sein. Ja, es ist Tage her, seit du das mal geraucht hast. Wir haben doch Zigaretten, Mann. Rauch doch eine. Ich warte, bis das Wasser fertig ist. Mikro an? Ja, Mikro ist an. So, 4 Essen.
schon mal gut. Ja, dann mach dir doch einen Kaffee, Mann. Da hat's doch Kaffee. Walter fertig ist mit Kochen, werden wir den Tag beenden und die Nacht zum Tag machen. Ich würde gerne ins Reisebüro, weil wenn ihr das so lest, ne, sollte nicht wirklich viel sein. Ich will es nicht wagen, sie sind alle traurig, ich will nicht die alten Leute ausrauben und dann sind sie noch trauriger. Wir probieren es, im Lagerhaus, glaube ich. Baustelle, wir gehen in Baustelle. Hat letztes Mal geklappt. Klappt's heute vielleicht auch. Vielleicht kommen wir jetzt sogar noch weiter. Ich würde einfach extrem gerne wissen, von woher die schießen, die Leute. Hier sind die Sniper. Da oben haben wir ja mal einen Schuss gehört. Ist das hier? Nehmen wir mal mit, besser als nichts. Könnten wir dann immer noch einem Händler in die Hände drücken? Wir könnten das hier noch uns dort durchbuddeln. Jo. Da ist Feuer. Probieren das jetzt mal. Im schlimmsten Fall werden wir rennen müssen. Ich habe noch keinen einzigen Schuss gehört. Ist das ein gutes Zeichen? Weiß es nicht. Ja, das dauert jetzt eine Ewigkeit. Da ist zwar nicht wirklich viel. Ich bin jetzt ein bisschen ruhiger, weil ich mich konzentriere. Und ich muss mich darauf konzentrieren, hier nicht abzusterben. Geh mal gucken. Ist hier überhaupt irgendjemand? Also ich will es nicht hier hoch, beschwören und danach kriege ich auf Fresse, aber ich habe keinen Schuss gehört. Ich will auch nicht der Erste sein, der sich jetzt hier einen Schuss fängt.
ist er nicht. Der war doch vorhin da. Wir müssen auf die Zeit achten. Nicht, dass Pablo dann nachher auf Fresse kriegt, weil er nicht nach Hause kommt. Ich will hier oben nochmal gucken. Ob hier draußen irgendetwas Nützliches ist. Ja. Das brauchen wir nicht. Das hier ist auch wertvoller. Rennen. Ich hoffe, wir kriegen jetzt nicht auf Fresse. Warte, 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 warte. Lauf. Normal. Hier mal rüber. Wir merken uns das mal. Hier haben wir jetzt heute keine Sniper angetroffen. In der Hoffnung, dass das so bleibt, werden wir hier nochmal herkommen. Ich hoffe, dass die sich jetzt hier nicht im Keller verkrochen haben. Da unten ist was. Wahrscheinlich irgendein Rad oder so. So. Tag 18. Jetzt gucken wir noch, ob wir überfallen worden sind. In der Hoffnung, dass wir es nicht waren. Doch, sind wir, verdammt. Wir haben versucht, also ein paar Punkte, wir haben es geschafft, die Fenster. Wir hatten einige Waffen. Also, ich weiß noch nicht, gestohlen machen lassen. Gut ab. Gut. Bio. Wir lesen jetzt das nochmal, nachher beenden wir den Part. Meine Geschichte. Tag 18. Es war hart, aber die Frauen von meiner Straße haben ihr Bestes. Gaben ihr Bestes, um schön auszusehen. Sie waren immer sauber und trugen ihre besten Kleider. Ich sage euch, das war ein Anblick. Beim Anstehen für Wasser sahen sie so aus, als ob sie ins Theater gehen würden. Und mein Junge hatte noch eine andere Idee. Okay, was einmal heißen mag. Ja gut. Dann würde ich sagen, war es das jetzt erstmal von Let's Play This War of Mine für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und wie gesagt, postet in die Kommentare, was ihr euch als nächstes Projekt wünschen würdet oder als Zweitprojekt oder so. Genau. Danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Manuel, bis denne. Haut rein.